Leute, es ist soweit. Ich habe mal wieder, ich bin ja der Trendsetter hier, ganz einfach. So sieht es nämlich aus. Ich habe ein Spiel entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wahrscheinlich kennt ihr es nicht. Aber es ist in dem Genre Vampire Survivors-like anzusiedeln. Gibt es da keinen besseren Namen für als Vampire Survivors-like? Survivor-like. Survivor-like. Ein Survivor-like. Das aber klingt auch, es geht nicht so richtig rund von der Zunge. Survivor-like. Das Spiel nennt sich Nordic Ashes. Cam. Da ist die Cam. Es sieht eigentlich aus wie alle anderen Spiele dieser Art, aber ich weiß auch gar nicht so genau, was es ist. Aber es ist einfach. Ich befürchte, der Ton war weg, während die Cam nicht da war. Was passiert hier, Nicola? Oh Gott. Alles kaputt. Okay. Bullet Hell ist ein guter Name dafür. Bullet Hell gab es ja vorher schon. So, dann mache ich jetzt nochmal eine Unmod, wenn das jetzt scheiße war. Ja, okay. Mann, okay. So, Leute, ich zeige euch jetzt ein neues Spiel, das ich persönlich entdeckt habe, wie Dark Souls damals seinerzeit. Und zwar ist das aus dem Genre Vampire Survivors-like oder Survivor-like oder was? Bullet Hell heißt es auch teilweise, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es in diesem Genre anzusiedeln. Ich habe es entdeckt irgendwie durch Zufall auf Steam. Nordic Ashes heißt es, Survivors of Ragnarok. Und es sieht, wenn man sich das hier so anguckt, erstmal so relativ, ja, normal aus, ohne irgendwelche Besonderheiten. Es ist auch eigentlich gar nicht mal so special. Was das Spiel so gut macht, zeige ich euch gleich, weil es, also die Zahnrädchen greifen wirklich fantastisch ineinander und es entfaltet sich ein doch sehr, sehr großer Suchtfaktor. Und ich habe es die letzten 3 Tage wirklich gezockt und kann euch ein bisschen was dazu erzählen. Es macht sehr viel Spaß. Cloud veraltet. Das vielleicht von der Steam Deck stand das noch nicht hochgeladen. Trotzdem spielen. Ja, dann überschreibst du jetzt aber deinen Steam Deck stand. Was? Nein, 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 das ist falsch hier. Das darf der auf keinen Fall. Dann mach erst dein Steam Deck an und lade es erst hoch. Das darf der auf keinen Fall hochladen, sonst heul ich. Ja, ja, alles gut. Was mache ich jetzt? Ein Steam Deck an? Ja, aber das muss ich erst holen. Ja, dann warte. Das Steam Deck. Bleibt hier, ich bin gleich wieder da. Oh. Hallo Chat. Hallo Chat. Wollt ihr Echo mal hören? Wie vorhin das Echo war. Bobby, das musst du rausschneiden. Oh Mann. Fängt heute schon gut an. Hallo Chat. Na? Schon zu spät? Nee. Weil er das hochlädt, dann wird er, glaube ich, gefragt: Hey, du hast schon Spielstand in der Cloud, willst du überschreiben? Dann sagt er ja auf seinem Steam Deck, dann müsste es passen. Ich bin ein bisschen leise, das ist ja frech. Aber ich hab dir voll den Ausschlag laut OBS. Na, Frechheit. Ja, Sync, bla bla. Der hat ja seinen aktuellen Spielstand auf dem Steam Deck und es läuft ja noch das Spiel anscheinend. Also, wenn solange jetzt das Steam Deck nicht komplett ausschaltet oder es leer geht oder sonst was passiert, müsste alles funktionieren. Theoretisch. Mann, ey, heute ist wirklich der Mond. So, Eddie, läuft das Spiel noch auf dem Steam Deck? Warte, ja, warte. Ich musste nicht ausschalten, warte kurz noch. Was denn jetzt? Kannst du irgendwo speichern, das Spiel? Steam Deck. Was passiert hier? Hast du Steam Deck an? Ich habe nichts gemacht. Warum? Der hat Steam automatisch beendet jetzt. Ja, weil du Steam an deinem Steam Deck geschaltet hast. Das kann nur auf einem System laufen. Nee, ist keine Werbung, Andi. Das ist tatsächlich Eddies. Okay. Soll ich jetzt hier einfach speichern und überschreiben? Ich gehe einfach raus aus dem Spiel, ne? Ja. Nein. Und wenn er fragt, hey. Download, sagt er. Er sagt Starting Download.
Nee, nicht downloaden. Ja, wie nee? Ich kann's nicht. Mann, Nikola. Och, ich kotz ab, ey. Das sind einfach 4 Stunden jetzt weg. Wieso übernimmt der? Och, leck mich doch. Weil du trotzdem Spielen gedrückt hast. Wie, weil ich... Was? Du hast gerade eben trotzdem Spielen gedrückt, dadurch wird... Ich war doch schon im Spiel auf dem Steam Deck. Aber das hat doch nicht den Spielstand hochgeladen. Du musst erst das Spiel beenden. Dann, wie soll ich das denn machen? Das Spiel beenden. Ja, hab ich ja. Und dann hat er den davor. Anderen Spielstand... Das Spiel auf dem PC erst starten, wenn du das Spiel auf dem Steam Deck geschlossen hast. Ja, aber da war der Fehler ja schon getan. Ja. Das hätte man nicht machen dürfen. Oh, ich kotze. Ich heul gleich. Das heißt, wenn man... Du wirst explizit gefragt, hey, möchtest du diesen Spielstand überschreiben? Nein, da stand nichts von überschreiben. Da stand... Trotzdem starten stand da. Warte mal, jetzt steht hier was auf dem Steam Deck, Cloud out of date. Sehr gut. Und you played Nordic Ashes on Gaming PC One. And that save is not yet in the cloud. Upload not started. You can still play this game, but that may create a conflict. Play anyway. Okay. Play anyway. Die Frage, play anyway. Das müsste der Spielstand sein, der auf dem Steam Deck ist, oder? Ich weiß nicht. Wo bist du gerade? Bist du auf dem Gaming-Rechner oder bist du auf dem Steam Deck? Am Steam Deck. Ja, okay. Dann guck mal, ob das jetzt der aktuelle Spielstand ist, den du vorher hattest. Und den kannst du jetzt hochladen. Überschreiben. Warte. Ja, das ist der Spielstand. Okay, der richtige. Okay. So, dann was mache ich jetzt? Beende das Spiel und dann soll er dich fragen, es gibt einen Konflikt. Dann sagt, bitte diesen Save State auf das Steam Deck verwenden. Steam Upload. Genau. Aber es ist die gleiche Stundenanzahl wie hier im Steam Deck. Ja, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist 2 verschiedene Statistiken. Einmal ist Cloud, Safe State Cloud, wer ist das Ding? Was? Es gibt eine Cloud, wo die Spielstände sind, damit es auf hier beiden. Hier ist jetzt Steam Cloud Fehler. Genau, perfekt. Und da drückst du es mal drauf. Warte. Wir haben es gleich geschafft. So, jetzt klicke ich hier drauf. Dann klickst du da drauf und sagst, was gibt es da? Cloud-Speicherstand. Genau. Weil der vom Rechner, der auf dem Rechner liegt, der ist alt. Du willst natürlich den aus der Cloud haben. So, und jetzt machst du das Spiel an und guckst, ob alles passt. Was für ein Krimi. Ja, okay, alles gut. Danke, Nikola. Okay. Alles gut, Leute, macht euch locker. Anmod. Oh, ich wäre so pisst gewesen. So, dann mache ich jetzt mal eine Anmod. So, okay. Mann. So, herzlich willkommen. Wir spielen ein neues Spiel, das ich entdeckt habe. Nordic Ashes Survivors of Ragnarok. Und es ist im Genre des Survivor Series, will ich immer sagen. Survival, Vampire Survivors Genres anzusiedeln. Und ja, wenn man auf die Shop-Seite geht, dann sieht man, es sieht eigentlich so, wenn man sich hier so die Screenshots anguckt, es sieht nicht so krass anders aus als andere Spiele in diesem Genre. Aber es ist wirklich sehr fantastisch, kostet 8,99. Ich habe direkt zugeschlagen, weil es so gute Bewertungen gekriegt hat. Und ja, ich zeige euch gleich, warum ich das Spiel so geil finde, weil, also zum einen es einen unfassbar viel Inhalt bietet und zum anderen ein wirklich gutes Gameplay hat, mit einem sehr süchtig machenden Metagame auch. Und ich kratze selber bei dem Spiel nur an der Oberfläche. Aber ich glaube, das Spiel wird noch viel, viel krasser. Nordic Ashes heißt es. Warte mal, ich mach mal hier. So. Vielleicht kennt das ja jemand bei euch auch. Wie hast du es gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin auf Steam gegangen, habe geguckt, was so momentan irgendwie so alles gibt. Und dann wurde das verlinkt oder irgendwo habe ich es gelesen.
Irgendeiner hat in Comic, nicht in Comic, irgendeiner hat in einer Rezension von einem anderen Spiel gespielt, It's Not As Good As Nordic Ashes oder irgendwie sowas. Und dann habe ich das gesucht und einfach mal runtergeladen, weil es jetzt nicht so teuer war und dann einfach ausprobiert. Egal. Also, ich zeige euch jetzt erstmal, worum es geht. Hier ist dieser, das ist das Metagame. Ihr sammelt im Laufe des Spiels, sammelt ihr so grüne Blätter. Das sind hier oben diese Dinger, diese grünen Blätter. Die bekommt man sowohl, wenn man Bosse erledigt, oder man kann sie kaufen, wenn man findet in den Maps diese kleinen Samen hier. Und ich habe jetzt schon so hochgelevelt, deshalb kostet das so viel. Jetzt brauche ich 19 Samen, um mir einen so einen grünen zu kaufen. Und ja, durch diese Samen, die man in den Levels findet, kann man sich die auch kaufen. Und die kann man dann eben hier für die verschiedenen Trees ausgeben. Und das, da gehe ich später noch drauf ein, weil das ist sehr entscheidend. Man hat hier auch verschiedene Slots, hier oben rechts. Also kann sich verschiedene Trees, je nach Build, den man spielt, machen. Also wenn man zum Beispiel auf ein Poison-Build geht oder auf ein, was auch immer, Experience-Build, dann kann man hier verschiedene Sachen verteilen. Und ja, jetzt ist die Musik hier ganz schön laut, finde ich. Findet ihr auch? Ich mach die mal hier ein bisschen. So. Der belgische Frank, doch, ich lese auch YouTube-Chat. Immer wieder das Gleiche. Immer dieser YouTube-Chat, der sagt, ich glaube, der liest uns nicht. Doch, doch. Ich lese alles. So, wir gehen mal aufs Spiel. Also, wir haben am Anfang, glaube ich, sogar nur den ersten Charakter, Axel Dörr. Das Ganze hat natürlich diese, God of War-mäßige Mythologie. Kann natürlich sein, dass man da mittlerweile schon ein bisschen angenervt von ist. Ich finde die eigentlich immer ganz gut. Ich habe jetzt schon 4 Charaktere freigeschaltet. Und jeder Charakter hat auch in der Regel, wobei der halt nicht, hat verschiedene Startwaffen, die man auswählen kann. Also hier der zum Beispiel hat das Schwert, die Axt, den Hammer. Sie hat hier Bogen, Dolche oder Giftbomben. Sie hat noch ganz andere Sachen. Und jeder Charakter hat natürlich auch noch so eigene Perks. Also wenn man mit ihr spielt, sieht man zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine Welle abschließt, erhältst du +1 zusätzliche Projektile. Bis zu einem Maximum von 3. Das ist aber auch noch nicht alles, denn man kann auch noch hier die Punkte, die man kriegt für das Meistern einer Klasse, kann man hier auch noch ausgeben und dadurch in diesem Skilltree auch noch sozusagen an dem Bild feilen. Und das alles zusammen ergibt irgendwann dann eben die verschiedenen Möglichkeiten. Momentan meine Lieblingscharakterin ist hier die hier, Tyra, mit den Giftbomben. Ich nehme die jetzt mal, einfach mal, um das Spiel vorzustellen. So, wir haben verschiedene Level. Man startet in Midgard, die anderen muss man halt eben erstmal freischalten. Ja, die nordische Mythologie ist jetzt dieses God of War-Ding. Ich meine natürlich die nordische Mythologie. So, wir haben halt hier diese verschiedenen Welten. Ihr seht's, ich habe, obwohl ich schon viel gespielt habe, gerade mal 3 von, ich glaube, 9 freigeschaltet. Wir haben dann auch noch, die habe ich aber auch noch nicht freigeschaltet, verschiedene Möglichkeiten, die zu spielen. Wir haben hier den Abenteuermodus, das ist der Standardmodus. Den muss man erstmal, glaube ich, jede Welt im Abenteuermodus durchgespielt haben. Später haben wir noch Ragnarök und Albtraum und Benutzer definiert. Die kann ich aber alle noch nicht benutzen. Unten sieht man auch die Freischalte-Voraussetzung. Erobere Svartalfheim im Modus Experte oder höher. Also, am Anfang ist erstmal nur der Abenteuermodus. Ich habe jetzt diese 3 Maps hier. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz bequem hier in Midgard an. Dann gibt es 3 Schwierigkeitsgrade. Und man sieht jetzt hier auch anhand der Schwierigkeitsgrade die Belohnung. Also hier würde ich jetzt 2 grüne Blätter kriegen, hier 3. Und was immer auch das ist, das weiß ich noch nicht mal, was das ist. Gegner sind stärker, größere Horden und neue Elite-Gegner, bla bla bla. Das können wir auf jeden Fall mal machen auf Hard, weil auf Normal ist es schon zu einfach. Und dann starten wir jetzt einfach mal ins Spiel. So, ich mach mal kurz hier auf Pause, um mal ein bisschen was zu erklären. Also, wir haben die Minimap. Ist ganz interessant, die habe ich auch schon in diesem Yggdrasil-Baum, habe ich die geupgradet, sodass mir mehr Icons auf der Map angezeigt werden, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte.
Wir haben jetzt mit diesem Charakter, normalerweise startet sie mit 2 Herzen. Aber auch hier habe ich alle meine grünen Blätter so ausgegeben, dass sie 3 Herzen hat. Und schon 10 Punkte zum Verteilen im Skilltree. Sehen wir gleich. Man kann in diesem Baum am Anfang, wo man diese grünen Blätter verteilt, kann man zum Beispiel sagen, ja, starte mit, also es kostet sehr viele von den grünen Blättern, dass sie mit 10 Punkten dann startet. Das ist aber entscheidend, denn für jedes Level, das wir hochgeben, kriegen wir hier 1 Punkt dazu. Mit dem wir dann im Skilltree aufleveln können, sehen wir gleich. Und hier sehen wir so random Stats, wie zum Beispiel Move-Geschwindigkeit, Erfahrungspunkt-Bonus, Reichweite und so weiter, der Standardkram eigentlich. So, in dem Fall mit der Waffe, die wird automatisch gefeuert und zielt auch. Und am Anfang steigt man natürlich sehr schnell auf. Und ihr seht oben links die Punkte, das sind hier diese Samen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und ihr seht, ich habe jetzt 13 Punkte zum Verteilen. Jetzt gehe ich mal in den Skilltree, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Also wir haben 14 Punkte. Und wichtig ist hier auch, jetzt habe ich halt als Startwaffe diese Poison Bombs. Nicht, wenn ich jetzt den Bogen hätte, würde ich logischerweise hier anfangen. Wenn ich die Dolche hätte, würde ich hier anfangen. Und man sieht jetzt anhand dieser Linien, welche man halt freischalten muss, um zu den anderen Skills und Perks zu kommen. In dem Fall machen wir es jetzt erstmal so, dass wir hier die Standardwaffe und hier unten sehen wir, was es kostet. Also ein Punkt kostet verbessern und hier sehen wir, was sich verbessert. Das kann man sogar rerollen, wenn man hofft, dass man bessere Upgrades kriegt. Und man sieht auch hier, das ist jetzt nur ein gewöhnliches Upgrade, deshalb ist der Sprung von 5 bis 10 Schaden auf 8 bis 14 Schaden auch nicht so groß. So, jetzt leveln wir das erstmal hoch, weil ich habe richtig viele Punkte für den Anfang. Ich rerolle für gewöhnlich eigentlich nicht, weil das halt jedes Mal einen Punkt kostet. Aber ich versuche das jetzt hier direkt auf Maximum zu machen, aber man sieht, es wird halt immer teurer. Jetzt kostet mich ein Level schon 3 Punkte. Ich habe nur noch 2. Gehe ich noch hier auf, weil den brauchen wir eh, Dauer. Und hier noch auf Poison Damage plus 3. So. Dann sammeln wir natürlich erstmal wieder weiter ein. So, währenddessen klappern wir natürlich auf der Map die verschiedenen Objekte ab, die ihr oben rechts auf der Minimap seht. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig, weil die meisten Sachen sind weitere Relics, also weitere Waffen zum Beispiel. Das hier ist einfach nur so ein kurzer Buff. Das ist in dem Fall jetzt Angriffsgeschwindigkeit. Man kann übrigens auch dashen mit einer Abklingzeit, aber hier sehen wir zum Beispiel, ja, das ist leider nicht so gut. Elementares Tonikum würde ich jetzt kriegen, wenn ich hier innerhalb dieses Kreises 100 Typen vernichte. Wirkungschance 20%, da können wir eigentlich nehmen. Oh, jetzt. Man muss sich hier leider sehr gut konzentrieren, damit man nicht irgendwie getroffen wird. Ich habe schon wieder 11 Punkte, wir leveln weiter auf. Max Level für unsere Bomben. Ich gehe hier voll auf Poison. Und dann gehen wir noch, 3 Punkte brauchen wir für ein weiteres Projektil. Ich raff halt hier zum Beispiel bei dem Tonikum nicht, da steht, außerdem wird ein zufälliger Wert herabgesetzt. Ich weiß nicht, bezieht sich das auf meine Werte? Das wäre ja mies. Das wäre ja fast keine Belohnung. So, Geld ist auch noch entscheidend. Zeige ich euch später, warum. So, und jetzt kriege ich das. Ah, guck, tatsächlich ein Malus für mich. Wirkungschance plus 20%, kritische Chance minus 3%. Naja, finde ich nicht so geil eigentlich. Wirkungschance ist, wie in dem Fall, glaube ich, wie schnell die Leute gepoisoned werden. Wir gehen weiter hier auf Giftschaden. Das wird nämlich noch unser großer Freund. Aber der geile Shit kommt noch, Leute. Der geile Shit kommt noch. Ihr werdet es gleich noch sehen, was so Bock macht. So, ich gehe da oben hin. Da sind wieder Relics. Aber ihr seht, ich komme jetzt schon hier sehr gut durch. An den Pflanzen gibt es die Samen. Ja, wir sammeln erstmal weiter. So, hier ist jetzt so eine Stelle. Da müssen wir durch. Da gibt es ein Relic gratis. Allerdings verliert man Energie. Wegen den Stacheln. Da kommt ein kleiner Mini-Zwischenboss. Oh, der killt sich selber, weil er auch da durchgeht oder was? Nee.
Die wir droppen dann dafür. Wenn man es geschickt macht, verliert man nur ein halbes Herz. Wenn man es schlecht macht, verliert man ein ganzes Herz. Jetzt bräuchte ich schon mal irgendwann Heilung. So, es gibt noch weitere Sachen. Es gibt Items, die man finden kann. Es gibt eine Mine, die zeige ich euch jetzt, mit der man Geld sammelt. Geld wird dann wichtig nach den Wave-Bossen. Kommt man nämlich in einen Shop und kann dann da weitere Sachen kaufen. Dafür braucht man Geld. Und hier hat man eine Mine, die automatisch Geld generiert. Wenn man dagegen läuft, kann man das dann immer so abfarmen. Wie schnell und wie viel sie maximal Geld farmt, hängt ein bisschen von eurer Nvidia-Grafikkarte ab. Nein, Quatsch. Hängt, das war ein Bitcoin-Joke. Hängt davon ab, wie ihr sie im Yggdrasil-Baum skillt. Oh, da ist Health. Das brauche ich gerade mal. So, was haben wir hier noch? Jetzt kommt da oben links, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Okay, hier muss ich 15 Sekunden surviven, dann kriege ich die vergifteten Projektile. Das ist sehr wichtig für mein Bild. Super easy zu kriegen. Auch sehr schön gemacht hier, wie diese Fläche, wie eine Uhr so langsam voll wird. So, das macht... Guck, jetzt ist es nämlich so, dass jeder getroffene Gegner nochmal grüne... Nicht jeder, aber viele... nochmal so grüne Giftbällchen verschießt. So, und das hier sind die geilen... Das ist der geile Scheiß hier. Das sind sogenannte Ascension-Kristalle. Davon gibt es immer pro Run einen und nach jedem Boss einen. Und mit diesen Ascension-Kristallen, Ascension, kann man seine Hauptwaffen, wovon ich jetzt momentan nur eine habe, kann man nochmal verbessern. Ich habe jetzt hier zwei zur Auswahl, also Clusterbombe oder tödliches Gift. Wir nehmen die Streubombe. Und es gibt sau viele Relics. Auch wenn ich jetzt noch nicht so viele habe. Ich glaube, es gibt über 200. Und die kann man dann eben alle auch nochmal mehrfach upgraden, wodurch sich unglaubliche Waffenkombinationen ergeben. Und mein Ultimate habe ich ja auch noch nicht. Also es kommt noch einiges. So, ich habe aber schon wieder ganz gut Punkte gesammelt. Und hier gibt es noch eine Chest. So, was nehmen wir? Plus 5 Schaden, Bereich. Ich glaube, ich nehme Schaden. Ist nach hinten raus auch immer so ein Thema. So, jetzt haben wir schon wieder 10 Punkte gefarmt. Jetzt können wir... Achso, wir machen noch finale Stufe vergiften. Und... das und das und wenn du dich nicht bewegst, erhalten Relikte 25% Schaden und Abklingen. Das ist nicht schlecht. Deine Angriffe haben eine 15% Chance, in dem Fall 35% Chance, Gift zu verursachen. Das ist dann gut für die anderen Waffen. Ist beides gut. Man kann aber nur eins von beiden nehmen. Ich nehme... Das letzte Mal hatte ich das genommen, das war sehr gut, deshalb probiere ich jetzt mal das einfach mal, um zu gucken, wie es läuft damit. Weil wir werden noch andere Waffen haben, die nicht automatisch Poison machen. Und eine 35% Chance zur Vergiftung ist, glaube ich, nicht schlecht, da ich eh auf Gift geskillt habe. Und momentan fallen die ja hier wie die Fliegen. Währenddessen versuchen wir weiter... Relikte zu finden in der Welt. Es gibt natürlich auch noch andere Geheimnisse. Zum Beispiel muss man gewisse Sachen finden. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilen. Guck mal hier, giftiger Pilz. Nachdem du einen beliebigen Relikt angegriffen hast, wirfst du einen Giftpilz, der einen Gegner trifft. Ja, fantastisch. Pneumatischer Aal, vielen Dank. 5 Abos verschenkt an die Community. Das ist super cool. Dankeschön. Sagt bitte auch Danke beim pneumatischen Aal. Aber das zahlt ja hervorragend auf mein Giftbild ein. Da ist Geld. Und jetzt kommt hier auch schon der erste Wave-Boss. Der wird kein Problem sein. Ich will auf jeden Fall noch hier die Chest. Projektile plus 1 ist natürlich super. Guck mal, der ist schon weg. So, ist kein Problem. Und als Belohnung gibt es ordentlich Levels up, Level up. Ich habe jetzt hier 17 Punkte zu vergeben. Das ist Gnurky. Gnurky ist der Shopkeeper und bei mir ist der Shop jetzt schon ein bisschen aufgebaut. Ich habe zum einen hier oben schon 4 Sachen zur Auswahl und Talkör ist auch schon da, der Sachen anbietet. Und mit Woody Wood kann ich restocken, beziehungsweise nochmal, wie sagt man,
neu würfeln sozusagen. Und hier, Göki hat auch einen Kackhaufen gelassen mit Geld. Das ist schon mal sehr gut. Hier gibt es auch noch Geld. 35 Geld habe ich. Göki liebt Geld, kann man an der Stelle sagen. Den kann man hochleveln, indem man viele Sachen kauft. Und je mehr man ihn hochlevelt, desto besser werden die Gegenstände im Shop. Allein das ist schon sehr gut. Jetzt nehmen wir aber erstmal hier den Ascension-Kristall. Und jetzt gucken wir mal, was es gibt. Hier gibt es zum Beispiel eine neue Waffe, den Donnerstab. Vom Himmel fallen Blitze. Getroffene Feinde Schade zufügen und lähmen können. Was ist das hier? Achso, das ist einmal verwendbar. Einmal verwendbar. Was ist das? Brot. Fügt einen vollen roten Herzcontainer hinzu. Das nehmen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier permanent. Das ist permanent hier eine Rune. 2,5% Lauftempo. 5% Bereich. Erstmal nehmen wir hier die gewöhnliche Truhe. Plus 3 Schaden. Wir können die auch noch rerollen. Ich habe noch einen Reroll übrig. Mal gucken, ob wir was Besseres kriegen. Nein. Stark. Dann nehmen wir wieder Schaden. Ich gehe nochmal zu Woody hier. Weil mir irgendwie die Sachen nicht so gut gefallen. Aha, was haben wir da gekriegt? Ach, nur einmal sammelt Erfahrungspunkte. So, Lichtschwert. Die Schwerter drehen sich um dich herum. Holzarmbrust. Es feuert schwere Pfeile ab, die Feinden Schaden zufügen und Blutungen verursachen können. Plus 10% Schaden ist natürlich sehr gut. 17, dann könnte ich aber nicht noch eine zweite Waffe nehmen. Seltene Truhe. Und noch ein Projektil. Nehmen wir lieber 10% mehr Schaden oder noch eine Waffe, Leute? Feuert schwere Pfeile ab, die Feinden Schaden zufügen. Ich glaube... auch noch einen weiteren Damage-Ding. Ah, hier, guck mal, jetzt habe ich nochmal 3 Münzen gekriegt. Kann sogar noch das Angriffstempo auch noch kaufen. So, jetzt haben wir hier gut eingekauft. Gnöki ist auch schon einigermaßen zufrieden. Gnöki, was geht? So, und jetzt haben wir hier erstmal wieder Punkte zum Vergeben. Und ich sage euch, das ist so motivierend, immer nach diesen Leveln, wenn du so viele Punkte verteilen kannst und neue Waffen hast und so weiter. Das macht richtig Bock. Dann haben wir noch ein Ascension Crystal. Egal, so jetzt holen wir uns erstmal das Ultimate, weil das brauchen wir, was brauchen wir nicht, aber es ist sehr, sehr mächtig. So, und dann können wir auch das Ultimate noch weiter upgraden. Aber ehrlich gesagt sehe ich das jetzt noch nicht. Wir können, hier unten sehen wir jetzt die Holzarmbrust, die können wir jetzt natürlich auch wieder ascension, Pfeil plus. Jedes Mal, wenn ein Pfeil einen Feind durchbohrt, erhöht er seinen Schaden um 3. Ups, was habe ich jetzt gemacht? So. Wollen wir das oder gehen wir auf den Startbogen? Wir müssten hier die beiden freischalten und dann könnten wir auf den Startbogen, der natürlich auch mächtig ist. Oder auf die Giftdolche. Ist alles gut. Ich glaube, ich mache... Okay, wir haben einen Level 7 Startpunkt und den senden wir auch noch. Himmelspfeile, Pfeile fallen vom Himmel alle 0,2 Sekunden. Verschießt alle 2 Sekunden 4 riesige mächtige Pfeile. Ja, du hattest mich bei riesige mächtige Pfeile. So. Und jetzt geht's ins Level. Und jetzt sieht das hier schon anders aus. Alter. Okay, das ist ja richtig Imber. Hier können wir was kaufen für 5 Schaden plus 1. Ja, okay, wir haben nicht mal 5 Gold, aber wir gehen gleich zur Mine. Und wie gesagt, das ist nur ein Charakter mit einer Waffe und einem Bild von, ich weiß nicht, wie viel unzähligen Varianten und Möglichkeiten es gibt, hier Builds zu spielen. Und Level und Geheimnisse. Es ist voll das Spiel und es ist wirklich gut, Leute. Es macht so Bock.
Aber ich hab's auch schon geschafft, mich komplett zu verskillen und dann kommst du relativ schnell an deine Grenzen. Hier gibt es, sie gewähren einen zusätzlichen Sprint, okay, einen zusätzlichen Dash. Dafür bräuchte ich jetzt 5 Levelpunkte, also wenn ich jetzt 5 Level aufsteige, aber ich weiß nicht, ob ein zusätzlicher Sprint ernsthaft 5 Level rechtfertigt. Ich würde sagen, nein. Kritische Chance plus 5 ist keine Frage. Aber ich merke jetzt schon zum Beispiel, dass ich nur noch langsam aufsteige im Level. Also man sieht, ich bin natürlich jetzt auch schon Level 47. Aber es geht nicht mehr ganz so schnell voran. Das heißt, man muss sich dann schon... Am Anfang sind die Fortschritte natürlich... Oh, hier ist der Boomerang. Guck mal, 15. Da brauche ich die Mine. Wo ist die Mine? Oben links. Am Anfang hat man natürlich sehr viel Progress und wird sehr schnell stark. Aber so nach hinten raus ist dann oft so, dass man merkt, oh, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verskillt. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Das gibt nur ein Herz wieder. Wo ist die Mine? Über uns. Und tatsächlich hier kriegen wir 10. Und dann wird wieder gesammelt. Tatsächlich hängt sehr viel davon ab vom Metagame. Mit Metagame meine ich immer diesen Baum von Yggdrasil, diesen Skillbaum, den ich ganz am Anfang gezeigt habe. Damit kann man eine Menge beeinflussen für sein Bild und wir schauen uns das im Einzelnen gleich mal an, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und wir wollen natürlich viele Samen sammeln, um dort dann auch Upgrades zu machen. So, wo war der Boomerang? Und auch wieder mal so ein Spiel, das ich perfekt auf dem Steam Deck spielen lässt. Also für alle, die ein Handheld haben oder ein Rock Alley. Hier. Wirft einen Boomerang, der zu seinem Besitzer zurückkehrt. Ja, machen wir. Können wir uns hier auch nochmal angucken. Den können wir jetzt natürlich auch wieder upgraden. Machen wir doch direkt. Übrigens, für Leute, denen das zu unübersichtlich ist oder die sagen, okay, das ist mir zu viele Effekte oder so, kann man runterstellen. Ich kann das mal kurz zeigen, wenn man sagt, okay, das ist mir alles ein bisschen zu viel, dann kann man hier die Sichtbarkeit von Spezialeffekten, habe ich jetzt, ja, runterstellen. Okay, jetzt sieht man gar keine mehr. Das ist natürlich richtig lame. Ich wollte nur sagen, so kann man halt das einigermaßen so anpassen. So wäre es jetzt so halbtransparent irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde das ja eigentlich bei so Spielen eigentlich immer ganz geil, wenn es richtig reinballert. Okay, machen wir weiter. Wir haben einen kurzen Buff. Angriffsgeschwindigkeit. Ja, links gibt's wieder was. Oh, ich bin schon sehr krass. Also, ihr wisst, ich lobe mich nicht gern selbst, aber in dem Fall ist es einfach wirklich die Wahrheit. Was soll ich sagen? Bringt ja nichts, Bescheidenheit hier vorzutäuschen, wenn man einfach wirklich Badass ist. So. Unten. Achso, das waren die Schuhe. Die könnte ich mir jetzt holen. Oben links. Ich habe 5 Punkte zum Aufsteigen, aber die Schuhe will ich gar nicht. Ich guck mal, was da links noch ist. Es gibt noch ein paar Sachen hier auf der Map zum Einsammeln. Außerdem müssen wir hier gleich mal... Ich merke schon, dass die Gegner... Es fliegt zwar hier viel rum, aber die könnten stärker sein. Hier für 5 Gold auf jeden Fall. Stock holen. So, wir können mal wieder Punkte ausgeben. Was machen wir? Den Main-Bogen, der kriegt noch ein Projektil mehr, das ist natürlich geil. Oder hier erstmal den Schaden hoch, das würde ich, glaube ich, erstmal machen. Ein bisschen mehr Damage machen und dann können wir hier noch... Nee, können wir nicht. Immer auch darauf achten, dass man genug Schaden macht. So, ich zeige euch jetzt mal das Ultimate. Ach nee, jetzt kommt eh der Boss. Mit dem Ultimate ist der aber auch ruckzuck weg. Und das ist ja schon hier, glaube ich, harter Schwierigkeitsgrad. Dann sind nur die Schuhe. Schnell, vielleicht kann ich nochmal die zur Mine, bevor ich den Boss platt gemacht habe.
oft ist es sinnvoll, erstmal die Level, wenn man gut durchkommt, die Level erstmal zu sparen. Nein. Oh. Weil man ja im Shop vielleicht gleich noch was kauft, was man dann direkt upgraden will. Und momentan komme ich ja gut durch. Hier nochmal 5 Münzen eingesammelt. Und nehmen wir noch mit. Und jetzt machen wir den Ultimate. Und dann ist er schon down. Okay, wir sind wieder bei Gnöki. Was geht, Gnöki? Hast du wieder was hingekackt? Ja, geil. Danke. Immer hier die Kisten kaputt machen, weil da sind auch noch Münzen. Wer den Taler nicht ehrt. So, was haben wir? Heiliges Schwert. Ein Schwert, das aus heiliger Energie... Ne, ein Schwert aus heiliger, das vom Himmel fällt. Schieße Steine, die vom Gegner ab. Oh, Steinschleuder ist sehr gut übrigens. Können sogar beides nehmen. Rune von Projektiltempo. 10% Projektiltempo. Brauche ich das? 5% Schaden für 3. Ich nehme erstmal, ganz ehrlich, die Steinschleuder, weil ich die wirklich sehr, sehr gut finde. Die Steinschleuder ist sehr gut. Die können wir jetzt natürlich auch wieder aufsteigen lassen. Wir haben wieder einen Diamant gekriegt. Tödliche Steinschleuder. Jedes Mal, wenn ein Stein trifft, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass er sich in 2 Teile spaltet und seinen Schaden um 15% reduziert. Oder den Boomerang. Jedes Mal, wenn sie einen Boomerang werfen. Jetzt habe ich nur übrigens eine zur Auswahl, weil ich die noch nicht hochgelevelt habe. Wenn man einmal eine Waffe hochgelevelt hat, dann bekommt man beim nächsten Mal ein neues Upgrade. Jedes Mal, wenn sie einen Boomerang werfen, haben sie eine Chance von 50%, einen verlorenen Boomerang anzuziehen. Das ist immer die Frage bei so Sachen. Das klingt immer alles gut, ne? Was haben wir hier? Jedes Mal, wenn ein Pfeil einen Feind durchbohrt, ja. Also es spricht natürlich für den Boomerang, dass wir hier schon Level 7 sind. Aber die Steinschleuder ist schon geil. Und wenn die sich nochmal spaltet und durch diesen 35% Wirkungschance hat jeder Stein nochmal die Chance zu poisen, ich glaube, das könnte mächtig sein. Ich mach das. Damage. So, jetzt haben wir immer noch 17 Geld, können hier sogar nochmal 5% Schaden nehmen. Gibt es hier noch Geld? Das war eine Heilung. Na, guck, jetzt haben wir nochmal Geld. 27. Ich könnte sogar dieses Schwert, diese Kiste und noch den Buff. Das mache ich. Bereich, Dauer. Okay, und dann können wir sogar noch das nehmen. Da freut sich auch Gnöki, dass ich so viel Geld in seinem Laden gelassen habe. Guck, Gnöki. Alles cool? Ich muss los. So, weiter geht's jetzt hier. Das ist jetzt schon ziemlich badass. Hier lebt... Also das... Bin ich wirklich auf dem harten Schwierigkeitsgrad? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher, ehrlich gesagt. Habe ich wirklich hart ausgewählt? Wo sieht man? Ja, tatsächlich oben rechts sieht man es hart. Das ist schon der harte Schwierigkeitsgrad. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt, beziehungsweise geschafft. Frag mich, ob mit. Ich dachte immer, mit XP-Anziehung ist gemeint, dass die Dinger schneller zu mir fliegen, aber die fliegen halt trotzdem
Also man muss die normalerweise aber auch sehr genau einsammeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich zu mir fliegen. Bisschen verschenkt die Schatzkiste gerade. So Leute, schreibt gerne mal in den Chat, was ihr sagt bislang zu dem Spiel. Ist natürlich ein Vampire Survivor-like. Man muss generell auf diese Bulletstorm-Spiele natürlich Bock haben. Aber ich sage euch, wenn euch das Genre persönlich gefällt, dann seid ihr hier auf einer, seid ihr hier auf einer ganz heißen Spur. Ja, ich habe das Gefühl, es fliegt zwar unheimlich viel hier durch die Gegend, aber es könnte alles noch ein bisschen mehr Damage machen. Abklingzeit. Bereich. Wir können auch hier erstmal den Bogen noch weitermachen. Es ist ja ein bisschen wie umgedrehtes Tower Defense. Nur, dass ich der Tower bin. Also es ist eigentlich Tower Offense. Abklingzeit, Abklingzeit, Projektile. Immer Projektile nehmen. Immer bei der Clusterbomb immer Projektile. Je mehr. Ihr werdet es auch gleich am Ende sehen. Gibt es dann so eine kleine Statistik, welche Sachen. Wie viel Damage und DPS und so gemacht haben. Und die Clusterbombs, die Giftbomben, die sind einfach komplett insane. Und ich habe schon wieder 8 Punkte. Wir machen erstmal Max-Level für den Bogen und dann wollen wir mal langsam auch ans Max-Level von der Steinschleuder. Max-Level bedeutet bei den Waffen immer, dass man Legendary Updates kriegt, also für die Stats. Das heißt, dass es dann nochmal einen richtig krassen Sprung gibt. Und nochmal Projektile. Sehr schön. Das ist jetzt schon langsam Imba, was ich hier mache. Das ist schon ein bisschen broken. So, ich brauche 5 Punkte für Max-Level meiner Steinschleuder, also noch 2. So, ich versuche in der Nähe der Mine zu bleiben. Oh, gleich kommt der letzte Boss. Aber die Kohle nehme ich noch mit. Und jetzt kommt der letzte Boss. Ach nee, ich krieg doch nochmal einen Shop. Oh, guck mal hier. Epische Truhe. Talke, um mein Vertrauen zu gewinnen, musst du 25 Mal von mir kaufen. Ah, den habe ich jetzt als Charakter freigeschaltet. XP-Anziehung, Objektanziehung. Dauer. Das ist ein bisschen ungenau, finde ich. Was meint ihr jetzt mit Dauer? Ich rerolle das. Erfahrung plus 20% ist nicht so schlecht. Aber ich habe schon plus 80%. XP-Anziehung ist, glaube ich, geil. So. Das ist... Ah ja, die Wirkungschance nehme ich noch mit. Dann rerollen wir hier nochmal. Kurz bevor wir zum Boss kommen. Was ist das? Rune von Beschwörung. Plus 1 Beschwörungen? Ja, das ist Quatsch. Ich habe nur... Als Beschwörung habe ich doch eigentlich nur... Diesen komischen Vogel und der ist irgendwie immer scheiße. Abklingzeit ist ganz cool. Gib mir geilen Scheiß jetzt hier. Was ist das? Plus 25% Angriffstempo. Das ist ja komplett insane. Und noch eine Epic Chest. Lauftempo. Noch 11 habe ich. Immer noch die Abklingzeit. Noch Angriffstempo. Das ist
Ja, für den Boss spielt das jetzt eh keine Rolle mehr. Das ist easy peasy. Oh, der hat neue Angriffe auf hart. So. Hä? Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich hier irgendwie komplizierter machen? Voll reingedonkt. Da geht er down. Ihr seht, man kriegt richtig schön viele Belohnungen. Jetzt sehen wir hier mal den Bildschirm. Also, was haben wir denn? Wir sehen hier 318 DPS. Das ist schon ziemlich krass. Ich hatte aber auch schon mal 600 mit der Giftbombe. Und der Bogen. Gut, das ist unser Ultimate-endloser Bogen, deshalb ist das so krass. Und die anderen Sachen, ja, so mittelmäßig, ne? 27, 27, 34, eigentlich nicht so geil. Und 73 für die Steinschleuder. Habe ich die nicht auch hochgelevelt eigentlich, die Steinschleuder? Hatte ich das vergessen, die zu ascenden? Komisch. Normalerweise steht dann hier so ein Kristall, aber ich meine, ich hätte die hoch. Ascended. Colonel Hogan, ja, ich weiß, dass man die Upgrades neu würfeln kann von den normalen Waffen, aber das kostet halt immer ein Level, deshalb bin ich da immer ein bisschen geizig. Ja, hier sieht man die Items, die ich jetzt bei diesem Run bekommen habe und die passiven Relikte, die ich im Level aufgesammelt habe. Hier sieht man, was ich freigeschaltet habe. Mittlerweile gerade mal 59 von 227 Sachen. Also es ist komplett crazy. So. Und hier oben sieht man jetzt auch den Level von meinem Charakter. Weil da kann man eben später auch nochmal Sachen vergeben. So, und jetzt kommen wir zu dem Metagame, was ich angesprochen habe. Dem Baum Yggdrasil. Jetzt habe ich hier übrigens auch schon 102 insgesamt. Deshalb habe ich die letzte Stufe hier unten, also die Ultimates. Und das sind teilweise sehr mächtige Sachen, wenn man mal hier so guckt. Das hier zum Beispiel Bauwerke. Dieser ganze Ast hier bezieht sich auf Dinge, die es in einem Level dann zum Beispiel gibt. Also diese Obelisken, die einem Buffs geben. Aber auch generell Items, die man halt finden kann an diesen Schreinen. Hier haben wir zum Beispiel ein gewöhnliches Item. Seltenes Item, episches Item, kostet allerdings hier 15 grüne Blätter. Hier, ich habe 119 Samen gesammelt, ich kann jetzt hier also auf jeden Fall noch grüne Blätter kaufen, aber es wird immer teurer. Ich habe jetzt insgesamt hier 12 grüne Blätter, also es reicht noch nicht mal für den vorletzten hier. Ich könnte natürlich woanders jetzt die Punkte, die ich ausgegeben habe, rausnehmen und da reinstecken. Und hier, wenn du einen Schrein fertiggestellt hast, besteht eine 0% Chance, dass er zurückgesetzt wird. Okay, das heißt, dass man mehrmals dort Items kriegt, so verstehe ich das. Dann haben wir hier so, würde ich mal sagen, so Hilfssachen. Hier habe ich zum Beispiel sehr viel ausgegeben im Erkundungstree, zum Beispiel hier die Levelpunkte. Ja, das habe ich komplett gemaxt, deshalb habe ich am Anfang immer 10 Levelpunkte, die ich vergeben kann. Außerdem, dass ich halt insgesamt schon plus 80% Erfahrung bekomme und noch schneller im Level aufsteige. So, und was ist das Ultimate hier? 99 plus. Du kannst nun bis zu 250 Gold sammeln. Ja, weiß ich gar nicht mal. Okay, ich war noch nie an dem Punkt, dass ich 99 Gold auf der hohen Kante hatte, deshalb ist das für mich jetzt erstmal nicht so interessant. Was haben wir hier? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Relikte mit höherer Seltenheit in Gnökis Laden zu bekommen.
das wird langfristig auf jeden Fall auch einen ordentlichen Impact haben. Also das sind alles so wirklich so Sachen, die sich nicht auf den ersten Blick vielleicht bemerkbar machen, aber auf dem zweiten oder nach hinten raus auf jeden Fall sehr sinnvoll sind. Dann haben wir hier den Kampftree. Der ist sehr entscheidend, sage ich mal, für ja, die Builds, die ihr spielt. Also hier haben wir zum Beispiel Bereichvergrößerung, Angriffstempo oder Dauer, Wirkdauer von irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel Blutungsschaden oder Gift. Für ein kritisches Bild oder Crit-Bild habt ihr hier kritischen Schaden. Insgesamt Schaden, Abklingzeit von den ganzen Relikten, Projektiltempo, kritische Chance. Truhen können gratis neu gewürfelt werden. Du hast zusätzlich Gratiswürfe für Relikte, Lauftempo. Es wird natürlich nach unten hin immer besser. Verbrennungsschaden, Wirkungschance, Giftschaden. Hier, das wäre zum Beispiel für mein Giftbild dann wichtig, das hier noch weiter aufzubauen. Interessant ist auch hier zum Beispiel, ihr seht es jetzt hier, plus 5. Plus 5, das kumuliert sich natürlich. Ne? Also wenn man alles genommen hat, dann hat man hier 45. Also plus 45 Giftschaden, was schon echt nicht schlecht ist. Hier gibt es was Abpraller. Das habe ich noch nicht so ganz, das wird hier nicht genauer erklärt, was es ist. Aber ich schätze mal einfach, dass deine Projektile einfach dann nochmal wie so Chainlighting zu jemand anderem rüberspringen. Aber vielleicht ist auch falsch. Dann hier kannst du noch ein Projektil freischalten. Erhöht den Schaden der Bossen zugefügt. Also ist alles schon sehr mächtig. Hier fürs Ulti. Reduziert die Abklingzeit. Auch das kumuliert sich, ja. Also sind wir dann auch hier wieder bei 10, 20, 40, 50. Und wenn man das dann auf sein Ultimate überträgt, mit dem, zum Beispiel mit dem Bogen, dann kannst du das fast dauernd, wenn du das auch noch gemaxlevelt hast, dann kannst du fast dauernd dein Ulti benutzen, was sehr, sehr mächtig ist tatsächlich. Durchschlag, also Piercing Damage, Beschwörungen, plus 1. Und das Ultimate hier ist Grenzbrecher, fügt den Relikten bei jedem Stufenaufstieg eine zusätzliche Verbesserung hinzu. Auch, also das ist auch sehr stark. Das ist auch sehr, sehr stark. Also das gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier noch den Heilungstree. Ja, erklärt sich von selber, das ist halt alles, was einen am Leben lässt. Auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich jetzt spiele, hatte ich noch nicht das Bedürfnis, zu viel hier in diesen Heilungstree zu investieren, aber ich glaube, das könnte auf höheren Levels natürlich sehr, sehr wichtig sein. So hast du hier zum Beispiel Tränke machen dich unverwundbar, erhöht die Zeit der Unverwundbarkeit, Tränke haben, heilen mehr, du startest mit einem zusätzlichen blauen Herz, blaues Herz ist eins, was man nicht mehr aufladen kann, wenn es weg ist, ist es weg. Und hier haben wir als Ultimate, komme wieder zurück ins Leben, nachdem du gestorben bist. Also könntest du sogar dreimal dich wiederbeleben. Und das Geile ist, man hat hier verschiedene Slots. Also hier habe ich die Punkte zum Beispiel anders vergeben als hier. Je nachdem, mit welchem Charakter, welcher Waffe, welchem Bild man spielt, macht es natürlich Sinn, dann hier die jeweiligen Sachen anders zu skillen, um so verschiedene Builds zu spielen. Man kann ja auch jederzeit alles zurücksetzen und neu verteilen, das finde ich auch sehr gut. Ja, und hier sieht man, was es alles dann sozusagen... Ey, was ist das hier? Was es gibt? Ach, hier kriegt man die noch als Bonus dann? Ja. Das kriegt... Ah, das ist ja interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also hier kriegst du, wenn du 25.000 Ratten besiegst, kriegst du auch nochmal... Dingsblätter. Ich habe 7.000... In Klammern sieht man immer, wie viel ich bislang geschafft habe. Also auf Dauer wird man hier immer mehr freischalten und kriegt dann eben auch noch Blätter zum Ausgeben hier in den jeweiligen Trees. So, jetzt habe ich ja erstmal 12 Punkte und kann mir überlegen, was ich damit mache. So viel kann man gar nicht machen. 12 Blätter klingt viel, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es halt immer teurer wird. Ich muss mal gerade gucken. Erhöht die Menge an Gold, die die Mine sammeln kann. Goldgewinnungsrate. Ich würde ja gerne den hier haben für 15. Ich kann natürlich auch einfach sparen
Oder irgendwo anders aus dem Tree das nehmen. Dann, wisst ihr was, ich spare. Ich bin vernünftig und gebe es jetzt nicht aus. So, das hier gibt es übrigens noch tägliche Herausforderungen und Relikttauscher, weiß ich noch gar nicht, was das ist. Man sieht es hier, man braucht 10.000 Samen. Ich habe 748, also das dauert noch ein bisschen. Trophäen gibt es natürlich auch. Hier sieht man, was man schon alles so erreicht hat. Und da sieht man auch, was ich vor allen Dingen alles noch nicht erreicht habe. Und hier sehen wir übrigens, was ich freigeschaltet habe. Und ihr seht, wie fucking viel es hier noch gibt. Also hier gibt es echt eine Menge noch zu entdecken. Wobei nur noch ein Artefakt fehlt mir. Aber das ist auch, das sind eh nur so Sachen, die kann man innerhalb des Spiels benutzen. Das sind so einmal usable Items. Das hier sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Das sind die, nee Quatsch, das sind die Entwicklungen und das sind die Relikte. Das sind sozusagen die Sachen, die dann wirklich die Builds auszeichnen. Also gibt schon echt eine Menge zu tun und dann, wenn wir wieder aufs Spiel gehen, haben wir jetzt hier einen neuen Charakter freigeschaltet. Wie gesagt, logischerweise, mit dem habe ich noch nicht gespielt. Ich spiele jetzt mal mit dem. Der hat als Waffe die Münze. Ein Händler aus fernen Ländern. Seine Geschichte, eine Truhe voll mit Abenteuern. Er nahm an zahllosen Kriegen teil, schmiedete Waffen, um das Böse zu bekämpfen. Aber jetzt hat er nur noch wenig. Gold ist seine letzte Ressource. Gold ist Gesundheit. Interessant. Ja komm, wir probieren den einfach mal. So, und durch den Hard-Modus von, wo habe ich gerade gespielt? Alfheim, ne? Haben wir jetzt auch hier den Experten-Modus geschaltet. Ragnarök-Erinnerungen. Gegner sind super stark. Ungeheure Horden von Gegnern. Alle Gegner fügen mehr zu. Das traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht zu. Aber ein neues Level habe ich nicht freigeschaltet. Wir machen mal Midgard auf Hard. Okay, er schießt tatsächlich Münzen, aber es kostet mich keine Münzen. So, wir haben ja schon... Okay, das ist sein Skilltree, interessant. Was haben wir denn hier? Wirf Münzen auf deine Feinde. Je mehr Gold du hast, desto stärker werden deine Angriffe. Ah, deshalb ist dann dieses plus 99 Münzen wahrscheinlich auch so interessant. Da unten sieht man es ja. 5 Münzen plus ein Projektil. 10 Münzen, Durchschlag 3. Okay, also wir müssen einfach Geld sammeln. Ist natürlich ein bisschen doof, weil dann Geld ausgeben so ein bisschen kontraproduktiv ist. XP-Anziehung, Schaden, erhalte Abklingzeit, Wirkungschance für jede Goldmünze, die du besitzt. Erhalte Angriffstempo für jede Goldmünze. Jedes Mal, wenn du Gold sammelst, explodiert sie und versucht Schaden plus deinen aktuellen Goldwert. Münzen erzeugen Feuerlachen. Aha. Ach, guck mal, das ist doch dieses Vieh, was man auch bei MX... Ach, glücklicher Gnöki. Sehr vielseitig. Kleiner Freund. Es besteht eine Chance von 25%, dass wenn Gold fällt, ein weiteres Gold fällt. Ich habe das Gefühl, dass es mächtig ist. Das Töten von 250 Gegnern garantiert Gold. Deine Taschen haben keinen Boden, aber Münzen bleiben nur 2,5 Sekunden auf dem Boden. Was ist das hier? Schatztruhe. Ach, das ist das Ultimate.
Öffne die Truhe und erhalte eine Belohnung. Es kann eine Reliquie, eine Rune, eine Truhe, ein Artefakt. Moment, es kann eine Truhe in der Truhe sein? Okay, der spielt sich jetzt nochmal ganz anders. Guck mal, die Münze ist auch schon auf Max-Level. Also wir können hier eigentlich ein bisschen frei drehen. Was machen wir denn? Ich will auf jeden Fall hier glücklichen Gnöki. Also gehe ich einmal hier hin. Und dann... Nehme ich jetzt jedes Mal, wenn du Gold sammelst, explodiert sie. Münzen erzeugen Feuerlachen. Wir gehen voll auf Gold. So, mal gucken. So, jetzt können wir hier... Ah, okay. Das war lame. Okay, das ist dann natürlich in Kombination mit der Mine. Und guck, hier kostet es jetzt Geld. Na, das ist doof. Dafür ist jetzt zum Beispiel mein Skilltree nicht gut geskillt für diesen Charakter, weil ich da zu wenig auf Mine und Geldregeneration gegangen bin. Aber der sieht auch ein bisschen unspektakulär aus, ehrlich gesagt, der Typ. Ach okay, jetzt verstehe ich auch, was heißt Gold ist Gesundheit. Er hat da oben nur diese Goldmünze statt Herzen. Und bei Feindeskontakt verliere ich einfach Gold. Was ihn dann wiederum schwächer macht. Also nicht nur tötet es ihn, sondern es macht ihn auch schwächer. Guck mal, man sieht jetzt schon, wie sich hier die Gegnerhorde anhäuft. Das war, ist auf jeden Fall schon mal ein anderer Schnack als eben. Ah, okay, das Ascension-Kristall. Was passiert jetzt? Ach, kann ich hier gar nicht. Der kann ja gar nichts hochdingsen. Mit dem Kristall. Okay, der ist ja wirklich sehr merkwürdig. Ich kann gar keine Attacke irgendwie aufleveln. Sehe ich das richtig? Doch, hier, guck. Die Macht des Goldes. Jedes Upgrade kostet die Hälfte seines Preises. Boah, es wird schon eng jetzt hier. Ich kann nicht mal ran an die Sachen. Ja, die Grafik brauchen wir nicht drüber sprechen, die ist jetzt nicht die geilste, aber das war ja jetzt bei Vampire Survivors auch nicht der Selling Point. Ist mir bei so Spielen eigentlich echt voll Latte, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Brotato sieht auch nicht geil aus, aber macht Spaß, also insofern, come on! Also der ist auf jeden Fall deutlich schwieriger zu spielen als alles bisherige. Ich versuche mal die Abklingzeit, auf die Abklingzeit der Chest zu gehen.
Er hat halt nur diese dummen Münzen. Ich brauche halt zumindest irgendwas anderes noch hier im Level. Guck mal, von allen, ich komme überhaupt nicht mehr irgendwo durch. Das ist schon verskillt hier. Keine Chance. Hat halt überhaupt gar keinen Schaden. Ich muss zur Mine. Ja. Ich brauche Geld. Ja, das ist hier. Und für jedes Mal, wo... Das ist... Weiß ich nicht. Für jedes Mal, wo du Damage nimmst, verlierst du halt nicht nur Energie, sondern halt auch Kampfkraft. Also doppelte Strafe. Alter, das ist ja gar keine Chance hier. Du kriegst halt hier auch nur so richtig lame Upgrades. Ja, keine Chance. Okay, der ist ja... Okay, nicht so geil. Zumindest mit meiner jetzigen Skillung. Aber ich müsste... Ich glaube, da müsste ich nochmal in die... In den... Skilltree gehen. Wir können das ja mal kurz mal machen. Also mit meinem Poison-Bild macht das natürlich keinen Sinn. Aber wenn wir jetzt hier auf Slot 3 gehen und mal gucken, was wir hier machen können, um mehr Geld zu kriegen. Beginne das Spiel mit Gold zum Beispiel. Aha. Wir fangen jetzt schon mit 25 Gold an. Dann machen wir die Goldchancen hoch. Verbesserte Karte will ich immer haben. Was haben wir hier? Das hier braucht man dann eigentlich auch. Das Ulti. Truhen haben jetzt eine Chance von 0% Aufwertung höherer Seltenheit. Erhöht die Anzahl der Sprints. Drop-Wahrscheinlichkeit von Gegenständen. Was haben wir denn noch? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ein Entwicklungskristall. Den müssen wir eigentlich immer machen. Erhöht die Menge an Gold, die die Mine sammeln kann. So, machen wir mal full mine. Jetzt haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, was ist hier? Dauer. Angriffstempo wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Und Schaden. Abklingzeit. So. Jetzt probiere ich den nämlich nochmal. Ich will nämlich hier nicht meinen Stab zerbrechen über ihn. So, jetzt haben wir nämlich hier schon 32 Gold zum Start. Die Mine sollte jetzt deutlich effizienter sein, wenn wir so ein bisschen um die Mine rumwuseln. Könnte das hier nämlich Spaß machen. Dafür haben wir keine 14 Levelpunkte zum Start, aber vielleicht ist das verzeihbar, weil man steigt ja am Anfang auch sehr schnell auf. So, mal gucken, was es hier oben gibt. Das hat leider jetzt gekostet. Wir können aufleveln. Das ist nur so ein Item, das ich gerade aufgesammelt habe. Das nehme ich jetzt mal auf. Wir haben schon wieder 3 Punkte. Gehen wir mal auf Schaden.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es trotzdem der geilste Charakter ist, den ich hier in diesem Spiel je gespielt habe. Aber zumal, also ich finde nicht, dass man so viel mehr Geld findet, dafür, dass ich da so viel reingedingst habe. So, was gibt das hier? Entzündung. Erhöht den Feuerschaden und lässt zufällige Gegner in Flammen aufgehen. Hm. 3 Level dafür. Weiß ich nicht. Das hier ist doch was. Was ist das hier? Brennende Gegner haben eine 25% Chance, einen Feuerball. So, das haben wir. Jetzt ist natürlich auch diese andere Nummer da wieder ganz interessant geworden mit dem Feuerball. Ich glaube, ich hole mir die doch. Gucken wir mal, ob das eine geile Synergie ergibt. Hier, die Fackel oder das Streichholz ist das. Zündung. So, wir gehen zur Mine. Gute Mine zum bösen Spiel. Und holen uns Geld. Oh, das ist auch eine Chest. Abklingzeit, Angriffstempo. Die werden auch immer größer, die Münzen, ne? Ich finde ein bisschen doof, dass die Erfahrungskristalle auch gelb sind. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, die von den Münzen zu unterscheiden. Da hätte man sich auch für eine andere Farbe entscheiden können, oder? Wie sieht man, wie viele Münzen er hat? Links seht ihr es, unter dem Profil 54. 54, beziehungsweise auch oben der Energiebalken. Ich brauche dringend noch eine andere Waffe. Die Münzen alleine werden mich nicht hier durch das Level tragen, das weiß ich jetzt schon. Da ist zum Beispiel der Bumerang und der ist for free einfach. Das ist schon mal sehr gut. Das hilft. Hier, ich zeig's nochmal, mehr Münzen. Hier rechts seht ihr es im Bild. Hier müsst ihr drauf achten. Hier seht ihr, was ich mit welcher Anzahl an Münzen bekomme. Also bei 5 Münzen kriege ich noch. Ich weiß halt nicht, ob das jedes Mal pro 5 Münzen gilt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil es wären bei 50 dann ja plus 10 Projektile. Oder ob das einmalig ist, das habe ich noch nicht, selber noch nicht so ganz. Aber das habe ich jetzt alles freigeschaltet, so wie ich das verstehe. Also plus 1 Projektil, plus einmal Durchschlag. Plus 1 dauert. Diese ganzen Sachen habe ich jetzt schon freigeschaltet. Und die kommen mit den nächsten. Kritische Chance, Angriffstempo, Abklingzeit, Bereich und Durchschlag. Also ich muss auf 95 Münzen kommen, um hier alles freizuschalten. Aber wir wollen natürlich auch noch den... Oh ja, den muss ich ja noch sammeln, den Ascension-Kristall. Ja, da ist da unten rechts. Kennt man auf der Minimap ganz gut, wo der ist. Ja, Heiltränke sind für diesen Typen hier komplett irrelevant. Da ist der Kristall. So, jetzt kann man natürlich überlegen, nehmen wir... Ach ja, jetzt haben wir hier den zweiten. Verwandle Feinde in goldene Statuen, die dir Gold geben, wenn du sie zerbrichst. Das klingt so geil, das mache ich. Come on. Oder wieder was. Wir müssen auch mal das Alti freischalten. Upgrades, Bereich, Abklingzeit. Ist gesperrt. Ah, weil ich links rum bin. So und 5. Okay. Mal gucken, wo sind denn jetzt diese Goldstatuen? Wer verwandelt denn die Goldstatuen? Die Gegner in Goldstatuen?
irgendwie nicht so ganz kapiert, ehrlich gesagt. Ich sehe keine Goldstatuen. Seht ihr Goldstatuen? Das hat ja gar nichts gebracht. Oder was? Entwicklungen. Goldene Statuen. Verwandle Feinde in goldene Statuen, die dir Gold geben, wenn du sie zerbrichst. Ja, okay, aber... Wo sind die goldenen Statuen? Was soll ich denn machen? Komisch, aber wir haben... Oder sieht man das einfach nur nicht? Okay, wir haben das Ulti. Bumerang hoch. Da kommt der Boss. Tja, also dass man den Statuen verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht. So, jetzt müssen wir zwangsläufig halt auch wieder Geld ausgeben. Also wir müssen nicht, aber... Die Steinschleuder nehme ich halt auf jeden Fall. Und gewöhnliche Truhe. Vielleicht macht das halt gar nicht so viel Sinn, Geld auszugeben. Sagte er und gab Geld aus. Naja. So, wir können wieder eine Sache aufleveln. Oh, guck mal, wir können nochmal aufleveln. Jedes Upgrade kostet die Hälfte seines Preises. Das ist auch geil. Jetzt habe ich beide da drauf. Alle Tränke, die verwandeln sich in Goldtränke. Yeah. Das ist wirklich ein ganz komischer Bild ist das hier. Och komm! Egal, komm. Wir gehen raus. Was gibt das? Plus 25 Gold. Damit wäre ich dann schon... Hätte ich alles freigeschaltet, glaube ich. In 30 Sekunden. Ich hätte es nicht gedacht, aber so funktioniert der Bild tatsächlich schon langsam. Nicht so spektakulär wie meine Giftbombenmischerin. Aber ich finde, man erkennt es immer ganz gut an diesen Kreisen. Wenn einfach keiner in den Kreis reinkommt, dann also quasi an dich nah rankommt. So,
Und jetzt, wir können mal kurz gucken. Sehen wir hier alles freigespielt. Mehr geht eigentlich nicht. Jetzt regnet es Goldmünzen, seht ihr das? Aber wo sind meine Goldstatuen? Oder sieht man das einfach nur nicht, weil das irgendwie so schnell geht? Erklärt's mir mal bitte, wenn ihr es seht. Ich verstehe nicht, was ich da geupgradet habe, ehrlich gesagt. Ach so, mehr kann ich gar nicht nehmen. Verstehe. Ich kann nicht mehr Gold zu mir nehmen. Jetzt verstehen wir auch das Ultimate in dem Tech Tree. Ah, da waren sie gerade mal kurz Gold. So, hier, was kriegen wir hier? Lauftempo 20%. Wenn ich 300 Gegner hier kille. Okay, ich glaube, allein für diesen Charakter ist im Skilltree die... Du kannst mehr als 99 Goldmünzen tragen. Aber ich finde, man sieht schon ganz gut, wie unterschiedlich die Builds sind und auch die Ausrichtung, dass man jetzt zum Beispiel hier komplett auf Gold sammeln und Goldfarmen geht, anstatt auf ja, Poison Damage oder Angriffsgeschwindigkeit oder solche Sachen. Sieht ein bisschen dumm aus mit den gelben Münzen, ey. So, wir können ja 6 Punkte vergeben. Was machen wir? 7 Punkte für die epische Abklingzeit der Kiste. Das machen wir. Oh Mann, ich muss unbedingt dieses Upgrade mit, dass ich mehr als 99 Münzen nehmen kann. Ich will wissen, wie der einfach ist, wenn man 250 Münzen hat. Das ist halt ein bisschen schade, dass die ganzen Münzen bringen mir jetzt nichts. Und es gibt noch nicht mal irgendwas zu kaufen, sodass ich theoretisch mir irgendwie das Geld ausgeben kann, nur um es dann neu zu sammeln. Ah, jetzt kommt eh der Boss. Na gut, wenn man Damage nimmt, braucht man aber auch ganz schnell wieder Münzen. Also, aber es liegt halt wirklich überall Geld.
Plus 3 Projektile auf den Boomerang. Na gut, ich habe den auch schon schneller besiegt, den Boss, muss man fairerweise sagen. Und sehr viel mehr geht ja eigentlich gar nicht, als ich an Münzen hatte. Klar kannst du noch bessere, andere Reliquien bekommen, aber... Down. So, das war ein Run. Ach, hä? Gibt's noch eine Welle? Ach du Scheiße, es gibt noch eine Welle. Ich dachte, es war schon... Nee, Klo ist ja gar nicht der Final Boss. Oh, was gibt's hier? Mächtiger Bogen. Ich gebe ein bisschen Geld aus, weil wir eh so viel sammeln werden. Oh, was ist das? Elektrische Rune, magische Rune, die sich um dich dreht und Blitze auf Gegner in der Nähe. Mhm. Auch geil. Wahrscheinlich ist das dumm, weil ich jetzt gleich super schwach sein werde. Für die Final Stage. Wir können noch eine Ascension machen. Verbesserter Bogen. Dann gehen wir auf den Boomerang, oder? Mit den geil viel Projektilen. Knöki. Da sollen wir schnell wieder Geld einsammeln. Weil ich habe so viel Geld ausgegeben, dass ich jetzt natürlich sehr, sehr schwach bin. Was man auch an der kleinen... An den kleinen Münzen sieht. Da ein bisschen viel Risiko vielleicht gegangen. Man merkt, ich komme hier kaum durch. Aber jede Münze macht uns stärker. Jeder Feindeskontakt allerdings auch deutlich schwächer. Aber hier liegt ordentlich was. Die Münzen werden größer. 45, ich muss auf 95 kommen, wenn ich hier überhaupt... Oh, hier wird's eng. Alter, ich habe zu viel Geld ausgegeben. Ah, oh, siehst du, und jeder Treffer bin ich zu sehr ins Risiko gegangen. Wahrscheinlich. Zu gierig einfach, zu gierig mal wieder. Was sind denn Seeigel? Also ich weiß, was Seeigel sind, aber
fügt einen leeren roten Herzcontainer hinzu. Ah, ja. Das geht also auch. Aber man sieht auch, ich steige auch fast gar nicht mehr im Level auf. Also es ist ein bisschen... Und der rote Herzcontainer ist weg. So. Also dieses Goldstatue-Ding habe ich nicht das Gefühl. Was macht das? Erhöht was? Schaden pro Gold, das du besitzt. Okay, das ist nicht schlecht. Ich muss zur Mine kommen. 62 Gold. Ich arbeite mich langsam nach oben. Komm nicht durch hier. Wir haben 6 Punkte. Was vergeben wir? Wir machen erstmal den Boomerang auf Maximum. Die Steinschleuder geht gar nicht mehr. In die scheiß Mine, ey. Da. 11 Münzen, sehr gut. Das hilft. Und kurz vorm Endboss, Alter. Auf 88. Na gut. Ah, wir können nochmal kaufen. Aber das ist tricky jetzt mit dem Kaufen. Ich würde fast sagen, wir kaufen nicht. Einmal nur das neue Angebot checken. Nee, wir kaufen nicht, oder? Zwei Münzen noch aus den Kisten. Für den letzten Buff. Normalerweise kann man hier mit durchdashen durch die Kisten, aber er kann das irgendwie nicht. Warum? Merkwürdig. Kann die Kisten nicht kaputt machen, in denen Münzen drin sind. Guck, er kann da nicht durchdashen. Merkwürdig. Ja, vielleicht weil er Händler ist und das seine Kisten sind. Interessante Theorie. Ja, schade. Es fehlen genau 2 Münzen, um hier reinzuhauen. Aber ich glaube, ich kann Münzen im Bossfight generieren. Weil da ja auch Minions kommen. Guck mal, wie die Energie geht aber gut runter bei ihm auf jeden Fall. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Aber ich krieg tatsächlich keine Münzen. Die sind alle außerhalb. Och man, 73, 10 Damage macht das, oder 10 Gold, aber wir haben es natürlich trotzdem geschafft. Spiegel, Spiegel, erobere Midgard im Modus Hard oder höher, Metallcore. Okay,
Wir gucken auf die Statistiken. Die Münze hat sogar ziemlich guten DPS tatsächlich. Der Boomerang auch. Ja gut, den Rest habe ich natürlich nicht so richtig hoch gelevelt. Die Stats sind okay. So, und dann können wir eben wieder hier in den Baum reingehen und haben wieder 5 grüne Blätter plus die, die wir hier umtauschen können. Also 8. Jetzt kann man natürlich gucken, wo man hier noch mehr für Geld rausholen kann. Aber ich glaube, sehr viel mehr. Das hier brauchst du halt, ne? Aber dafür müsste ich das freischalten. Ne, dafür müsste ich erst das freischalten. 1. Okay, das kostet alleine schon 10. Ja, das müsste man dann aus dem Tree hier rausnehmen. Oder vielleicht hier. Vielleicht hat das auch nicht so viel gebracht. Hier, Angriffstempo, Schaden. Das sind natürlich immer Sachen, die man... die nice to have sind, aber... auch nicht so super wichtig. Also auf 0 kann man gar nicht mehr setzen, oder was? Doch. Das kostet 15. Jesus. Ja, keine Ahnung. Muss ich halt noch mal ein paar Grinds machen. Ja, aber so läuft das ab. Jetzt kann ich hier natürlich auch in diesem Talent Tree noch was machen. Zum Beispiel Gold ist Gesundheit. Das wissen wir ja schon. Plus 1 goldene Herzen. Wenn du sprintest, verwandelst du Feinde in der Nähe in goldene Statuen. Ja, alles, was irgendwie dem Gold zuträglich ist. Aber ich finde, man hat schon ganz gute Übersicht jetzt von dem Spiel gekriegt. Hier gibt es, wie gesagt, noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Charaktere. Dann gibt es natürlich nochmal andere Waffen. Ich meine, allein die Alde hier, die hat 5 verschiedene Startwaffen und dementsprechend natürlich auch wieder ganz andere Herangehensweisen. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Maps mit den verschiedenen Bossen und so und die verschiedenen Spielmodi. Und alles in allem muss ich sagen, fantastisches Spiel. Nordic Ashes, 8,99 Leute. 8,99. Das ist viel Spielspaß für einen schmalen Pfennig. Also, ja, von mir gibt es beide Daumen hoch. Ich werde also auf jeden Fall weiterspielen. Ich bin eh schon süchtig und kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Spiele wie Vampire Survivors und Brotato und Co. einfach Bock habt. Es spielt sich einfach auch schon, es ist ja auch schon fertig, es ist die 1.0er-Version, es ist kein Early Access mehr. Also das Spiel, muss ich sagen, wirkt sehr balanced und rund. Ich habe wenig zu motzen. Tolle Entdeckung von mir. Ja, schreibt mir mal in die Comments, was ihr von dem Spiel haltet. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps, vielleicht ist es gar nicht. Ich meine, Halls of Torment war bislang mein Lieblings-Vampire-Survivor-like. Vielleicht gibt es noch andere, geilere. Let me know.